Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mal wieder ein paar Favoriten für euch angesammelt und es ist jetzt zwar schon Mitte des Monats, aber das hält mich davon nicht ab, trotzdem meine Favoriten abzufilmen, weil das gar nicht unbedingt nur Monatsfavoriten sind, sondern einfach aktuelle Favoriten. Ihr werdet die auch schon öfters bei mir gesehen haben, aber ich wollte das trotzdem mal für euch abfilmen, einfach damit ihr nochmal wisst, was mag ich aktuell wirklich super gerne und vielleicht könnt ihr euch dann auch ein paar Inspirationen draus mitnehmen und mal ein paar Sachen auch austesten. Und ich würde sagen, ich fange auch mal direkt an mit dem ersten Produkt. Und zwar habe ich es auch schon gezeigt, wirklich oft mittlerweile esse. Und zwar das Granola von Leany Spice. Und zwar ist es das Chocolate Hazelnut Granola. Und ich hatte ja auch das Apfelzimt, das war nicht so mein Favorit, aber das finde ich so, so lecker. Gerade auf Joghurt Bowls ist das richtig gut. Oder auch mit den Soja Crispies von Koro. Mega gute Kombination. Also das finde ich so lecker, weil es einfach auch so saftig ist. Und das habe ich selten in meinem Müsli, dass ich das auch so essen könnte. Also finde ich gigantisch. Wirklich richtig gut. Ist zwar ein bisschen teurer, aber ich finde, das lohnt sich absolut. So, kommen wir zum nächsten Favoriten. Und zwar eine Sache, die ich auch richtig liebe, die ich sehr, sehr oft esse, auch schon seit sehr langer Zeit. Und ich finde es so cool, dass jetzt auch die Supermärkte damit langsam mal aufstocken. Und zwar Wraps, aber nicht irgendwelche Wraps, sondern Protein-Wraps. Ich sehe schon von einigen Fitnessfirmen und ich habe die jetzt beim Edeka entdeckt. Ich weiß aber, dass es die auf jeden Fall auch bei Netto gibt. Und ich finde es so cool, weil das sind einfach so ein bisschen kleinere Wraps. Und man kann die halt super füllen. Ich esse die sehr, sehr gerne mit meinem Kraut, mit Feta. Auch wenn ich ja Vollkornwraps auch sehr empfehlen kann. Also die ganz stinknormalen. Aber die passen auch sehr gut. Oder einfach mit Peanut Butter zum Beispiel füllen und ein bisschen Banane. Richtig lecker, mega gut. Oder dem Nukau-Aufstrich, den Schokoladenaufstrich, schmeckt für mich wie ein Crepe mit Nutella. Wenn ihr das warm macht, richtig geil, also so lecker. Was auch richtig lecker ist, wenn ihr so like Chicken oder ja so Fake-Fleisch einfach anbratet. Könnt ihr natürlich auch normales nehmen, aber jetzt ich habe es damit eher getestet und dann da ein bisschen Kräuterquark reinmacht. So lecker, wirklich. Also die sind richtig gut. Ich glaube, die sind nicht ganz so günstig natürlich wie normale Wraps, aber ja, ich finde es einfach richtig cool, dass es sowas gibt. Ich feiere das. Ich mag die total gerne. Die sind total weich und knautschig. Das muss man halt mögen, aber ich bin auch so ein Typ, ich backe auch eine Laugenstange nicht zu lange auf, sondern nehme die ganz hellen, wenn die so ein bisschen teigig sind. Ich liebe das. Mega gut. So, dann kommen wir. Ihr werdet sehen, ich habe wieder fast nur süße Sachen, aber ich bin einfach ein absoluter Süßzahn. Also von daher, es ist wie es ist. Ich mache euch da nichts vor. In meinem Taste-Test-Video gezeigt, wer das noch nicht gesehen hat, auschecken. Da teste ich die auf jeden Fall. Und zwar ist das die vegane Schokolade von Rittersport. Die ist inzwischen auch alle und ich finde die richtig lecker. Die hat so gut geschmeckt. Die hat auch aufs Porridge gut gepasst, aber ich fand die einfach zum So-Essen super lecker. Komplett vegan. War so ein bisschen, war so richtig schön zart schmelzend. Das habe ich nicht so oft bei veganen Schokoladen, aber die ist echt gut. Ich habe auch noch eine andere Schokolade von Rittersport und zwar die Salted Caramel Schokolade. Das ist keine vegane. So lecker. Also die auf meiner Smoothie Bowl. Also ganz bunt gehalten vom Design, aber ich finde das richtig cool. Also hier sind so ein paar Stückchen drin, so ein bisschen crunchy. Und richtig, richtig lecker auch. Die habe ich auch einfach gefeiert und deshalb wollte ich euch die einfach auch mal mitzeigen. So, dann ein weiterer Favorit. Und zwar war das in meiner Koro-Box diesen Monat drin, die ich nicht geunboxed habe, weil ich die Sachen einfach schon aufgegessen habe in meinem Stress. Ja, deshalb dachte ich mir, zeige ich euch jetzt einfach in dem Favoritenvideo, was ich daraus richtig gefeiert habe. Und zwar die zuckerfreien Haferkekse mit Schokodrops. Die waren richtig, richtig gut. Also wenn ihr da so ein paar größere Cookies sucht, die auch noch zuckerfrei sind, ist das mega nice. Was ich euch aber als Alternative auch noch empfehlen kann, sind von, ich glaube, von Koppenrad und Wiese. Die haben auch zuckerfreie Kekse. Und da gibt es auch so kleine Cookies mit Schokostückchen. Sind auch ultra gut und schmecken für mich fast genauso wie die. Aber da ich diese kleinen eh mag, finde ich die halt auch super. Da wollte ich euch die einfach mal zeigen. Die sind auf jeden Fall richtig cool gewesen. Da sind 200 Gramm drin, also waren schon einige Kekschen. Pascal fand die auch toll, wirklich. Also ich finde, man schmeckt gar nicht, dass sie zuckerfrei sind. Die waren wirklich sehr lecker. Also die könnt ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr da mal eh bestellen solltet, weil ich zeige euch gleich noch was, was ihr euch unbedingt bestellen müsst,
Und ich bin nicht gesponsert, also alles selbst gekauft, wie immer natürlich. Zeige ich euch auf jeden Fall noch eine Sache, die ich so gesuchtet habe. Und jeder, der mein Instagram verfolgt oder mein letztes Food Diary gesehen hat, wird wissen, was jetzt kommt. Ich habe auch schon eine neue Box, und zwar die allerbesten mit Jewel Dattel. Und zwar ist es 1 Kilo, und den letzten Kilo habe ich weggezogen wie nichts. Ich habe vorher noch als Nachtisch 3 mit Jewel Dattel gegessen, weil die da noch nicht ankamen. Die kamen nämlich gerade eben passend an. Von Aldi, die schmecken so blöd dagegen, obwohl die auch noch einen Kern drin haben, aber die sind so saftig und lecker. Ich liebe die, wirklich. Ich liebe die. Nussmus füllen, einfach so essen. Das ist so lecker. Die schmecken so, so gut. Also ich kann euch die wirklich nur empfehlen. Die sind einfach ultra nice. So, Datteln gehen immer, sind auch sehr gesund, haben sehr viele Vitamine. Also das ist auch ein absoluter Favorit gewesen. Ich komme noch zu 2 Riegeln jetzt, die ich auch mega gefeiert habe. Habe ich auch teilweise getestet. Habe teilweise aber auch ein Ranking auf Instagram schon abgegeben. Da teste ich aktuell immer sowas und packe euch das dann in die Story bzw. speichere das im Highlight ab. Weil mir schreiben sehr viele, wie ich manche Sachen finde. Und deshalb speichere ich das dann einfach ab. Das ist leichter. Und zwar die Riegel von Barbells, die neuen. Und zwar einmal der Rocky Road Marshmallow Riegel. Wer wissen will, wie der aussieht, guckt bitte auch mein Food-Test-Video. Mein vorletztes Video ist das. Da habe ich ihn getestet. Das ist einfach so lecker. Ich habe ihn meiner Mama gegeben. Meine Mama ist sonst gar nicht für sowas. Die ist typisch so nach dem Motto: Luisa, wenn du Bauchschmerzen hast, liegt das bestimmt an deinen Produkten, die du immer benutzt. Sorry, Mama, aber ja. Nein. Ja, auf jeden Fall. Und die hat den weggegessen wie nichts. Also wirklich, die fand den auch ultra gut. Und dann habe ich auch noch den hier getestet. Und zwar Caramel Schoko von Barbells. Und der ist so gut. Das schmeckt wie eine Mischung aus Mars und Milky Way. Also der ist richtig weich. Schmeckt null wie ein Proteinriegel. Also gar nicht. Das ist so krass, wie gut so ein Riegel schmecken kann. Also ich sag's euch, die beiden würde ich die auch holen. Die sind so geil, wenn ihr die irgendwo findet noch. Ich habe die jetzt gar nicht mehr gefunden auf der Seite, wo ich die bestellt hatte. Müsst ihr mal schauen. Ich glaube, die sind super schnell einfach ausverkauft, weil die halt einfach auch neu sind oft. Aber die sind richtig, richtig lecker. Dann komme ich noch zu einem herzhaften Produkt, und zwar einer Pizza, die ich sehr gefeiert habe. Obwohl ich sagen muss, ich habe gar nicht mehr den Karton von denen von Lidl. Die High-Protein-Pizzen, die sind ja so geil von Lidl. Also die gibt es auch gar nicht mehr aktuell bei uns, weil die immer ausverkauft sind. Die Curry-Style, Jackfruit und Margarita habe ich alle 3 mega gefeiert. Ich glaube, Platz 1 wäre Curry, Platz 2 wäre Jackfruit und Platz 3 wäre Margarita. Mega. Und vor allem von den Werten her ultra gut. Aber welche ich auch mega fand, auch aus meinem Testvideo, ist diese Taco-Style-Pizza von Penny. Die ist vegan sogar, und die schmeckt einfach wie so eine Barbecue-Pizza. Das haben die so gut gemacht. Die hat einen richtig dicken, fluffigen Teig, was ich persönlich liebe. Und boah, die ist einfach nur geil. Also die müsst ihr auch mal ausprobieren. Die ist richtig gut gewesen. Hat sogar 22 Gramm Eiweiß. Finde ich super, also für eine vegane Pizza. Vor allem auch, dass die auf Erbsenproteinbasis ist, finde ich sehr, sehr, sehr toll. Das mag ich sehr gerne. Die ist auch nicht teuer. Und deshalb, also wenn ihr die auch nochmal bei Penny seht, nehmt euch die auch mal mit. Die ist echt gut. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Favoriten, und das hat mich wirklich sehr überrascht. Ich habe da eine Sache noch getestet, und zwar von Lindt die Honig-Mandelschokolade. Ist leider auch schon alle, aber die war so lecker. Die war auch richtig crunchy. Die fand ich fast noch besser als die Salted Caramel, aber man kann die gar nicht vergleichen. Und die hat wirklich nach Honig geschmeckt. Ich konnte mir das nicht vorstellen, was da auf mich zukommt. Aber da kam wirklich eine tolle Honignote durch. Die war crunchy, die konnte man wirklich auch auf dem Porridge essen, obwohl ich die aber zum So-Essen einfach mit einem Teechen nachmittags richtig geil fand. War für mich wirklich perfekt, jetzt einfach um einen Break zu machen nachmittags, so ein Stückchen Schokolade abmachen und einen leckeren Süßholz-Minztee dazu. Passt sehr, sehr gut. Ist richtig, richtig lecker gewesen. Also wirklich, die kann ich euch auch empfehlen. Habe ich auch beim Penny entdeckt. Ich habe die seitdem nirgends mehr gerade gefunden, sonst hätte ich ja schon eine neue. Aber leider noch nicht. Auf jeden Fall ist die richtig, richtig gut. Und ich habe noch ein Produkt vergessen, und zwar ein Nussmus. Und das ist von Naughty Nuts, das Haselnussmus mit Schoko. Und ich sage,
sag's euch, das liebe ich. Das schmeckt sowas von nach gesünderer Nutella. Für ein Haselnussmus nochmal viel leckerer durch diese Schokonote da drin. Das passt einfach so gut, ist ja auch klar. Ich meine, bei Nutella ist auch Haselnuss und Schokolade oder Kakao halt drin. Und von daher, das ist auf jeden Fall eine gute, gesündere Alternative. Das ist mit Dattelpulver gesüßt, Haferpulver, Kakaopulver, Haselnüsse natürlich. Und das ist so gut. Also bestellt euch das auf jeden Fall auch mal, falls ihr das schon immer mal testen wolltet. Richtig lecker. Ich habe mir auch sagen lassen, dass das Erdnussmus mit Salted Caramel auch richtig gut sein soll. Das habe ich noch nicht getestet, aber das werde ich vielleicht noch. Und ja, das war es auch mit meinen Favoriten. Ich hoffe, es war was für euch dabei und ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ich habe versucht, wirklich schnell zu reden, weil ich finde, es waren schon viele Produkte und ich finde das immer ein bisschen langweilig, wenn so ein Favoritenvideo endlos lang ist. Aber ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen inspirieren und ihr wisst wieder, was so der aktuelle Stand bei mir ist. Also all die Sachen habe ich wirklich viel gegessen und sehr, sehr gefeiert. Also ja, kann ich gar nicht mehr zu sagen. Probiert die einfach mal aus und ja, schaut mal in mein Taste-Test-Video rein. Da habe ich wirklich einige von den Sachen auch probiert und kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Oder auch in meinem letzten Food Diary. Neues Food Diary kommt, da teste ich bestimmt auch nochmal die ein oder anderen Sachen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Nachmittag, Tag, Abend, Morgen, whatever, wann auch immer ihr das Video guckt. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um mich weiterhin zu unterstützen. Und vielleicht sehen wir uns auch bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund!